Ja, kommen wir eben noch zum Six Sigma White Belt. Ja, das haben wir schon gemerkt. Da ist ja so ähnlich wie beim Kampfsport da so eine Ausbildungshierarchie drin, wo der Gürtel immer dunkler wird in Richtung zum Beispiel zum Black Belt auch. Und beim White Belt ist der Gürtel natürlich noch sehr hell. Das heißt, da geht es eher darum, dass diese Personen, das können eigentlich im Idealfall alle Unternehmen sein, dass die wissen, was Six Sigma ist. Ja, wo kommt das her? Was habe ich dafür Nutzen von und auch, wie ist das aufgebaut, wie implementiere ich Six Sigma, was für Rollen gibt es da, wie wird das strukturiert, vielleicht ganz grob, welche Tools da eine Rolle spielen, was ist der DMAIC-Zyklus, dieser Prozessverbesserungszyklus, ja, das weiß alles der White Belt. Das war jetzt nicht jemand, der also zwingend in Teams drin sitzt, aber sicherlich von den Six Sigma-Änderungen betroffen ist. Das ist jetzt nicht jemand, der jetzt Six Sigma-Projekte wie der Green und Black Belt eigenständig durchführt, aber er ist sofort jemand, der, wenn man ihn fragt, sagen kann, was man unter Six Sigma verstehen kann dann auch, ne, und auch weiß, wie so ein Projekt halt abläuft und dann nicht überrascht ist, wenn er davon in irgendeiner Form direkt oder indirekt betroffen ist. Ne. Ich würde eigentlich raten, in einem Unternehmen, was Six Sigma einführt, ja im Prinzip alle Mitarbeiter diesbezüglich zu schulen. Das können sie gerne in einer großen Schulung machen, in der Aula. Das können sie aber auch gerne sagen, das verteile ich über die jeweiligen Abteilungen oder Prozessverantwortlichen auch, ne. Das wäre dann der Six Sigma White Belt.